Du machst Keto und hast noch immer Hunger? Hier sind einige Gründe, die dazu führen könnten. Und am Schluss des Videos gebe ich hier noch einen kleinen Bonustipp. Grund Nummer 1 ist, bist du dir sicher, dass es Hunger ist? Oder ist es einfach nur Lust zu essen oder Gier? Oder ist es einfach nur, dass du es gewöhnt bist, zu einer gewissen Uhrzeit zu essen? Dafür gibt es ein Hormon, das nennt sich Ghrelin. Ghrelin ist das Hormon, was dafür zuständig ist, dass du Hunger bekommst. Aber Ghrelin hat einen großen Vorteil. Ghrelin kommt in sogenannten Wellen. Das bedeutet, eine Ghrelinwelle kommt, du bekommst Appetit, aber diese Ghrelinwelle ebbt auch wieder ab. Und da ist der Vorteil. In Amerika sagt man, du kannst sie reiten, also wie einen Wellen reiten. Das heißt, wenn so eine Hungerwelle kommt, eine Ghrelinwelle kommt, dann mach etwas. Geh trainieren, geh raus, geh mit dem Hund spazieren, mach etwas und lenk dich ab. Und du wirst merken, nach kurzer Zeit ist dieser Appetit weg. Grund Nummer 2, du hast noch zu viel Kohlenhydrate. Wir wissen, dass Kohlenhydrate unseren Insulinspiegel hebt und damit leider auch auf die Dauer Hunger kommt. Darum schau mal nach, ob du nicht irgendwo noch versteckte Kohlenhydrate hast, die du vielleicht noch senken kannst. Grund Nummer 3, du bist noch nicht fettadaptiert. Die ketogene Ernährung funktioniert dadurch, dass dein Körper Fett verbrennt und daraus Ketonkörper herstellt. Sobald das einmal passiert ist und du Fett im Körper hast, solltest du auch schwer Hunger bekommen. Aber bevor das stattgefunden hat, kann es natürlich sein, dass du immer noch Kohlenhydrate als Treibstoff brauchst und dann ist es möglich, dass du Hunger hast. Vielleicht musst du dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Der vierte Grund könnte sein, dass du einfach Durst hast. Oft verwechseln Menschen Hunger mit Durst und die Anzeichen sind auch wirklich recht ähnlich. Das heißt, versuch einfach, wenn du Hunger bekommst, mal ein großes Glas Wasser zu trinken, warte kurz ab und vielleicht ist der Hunger dann schon wieder weg. Jetzt noch ein Bonustipp, wenn dein Hunger wirklich nicht weggegangen ist, ich werde dir eins meiner Videos unten verlinken mit einem Apfelessigdrink, den du trinken kannst, wenn du mal wirklich Hunger hast und ich verspreche dir, dein Hunger verschwindet fast instant.